So, gleich geht's weiter, wo wir aufgehört haben. In Cyberpunk 2077. Wir waren gerade bei Vic und jetzt müssen wir, glaube ich, im Ich Auto kann's wieder rumfahren richten. mit Dexter Aber du Deschamps. musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Okay, kann ich so überhaupt. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lasse ihn abholen. Das wird Klare schwierig. Anweisung, oder? Mal gucken, dadurch, dass ich dieses ballistische Dingsbums jetzt in der Hand habe, vielleicht. Nee, die Waffen sehen immer noch nicht besonders viel besser aus als vorher. Aber was soll's. Wir kommen schon zurecht. Jo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter Deschamps leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Ist das eine Art Prüfung? Nur ein Lieblingsthema von mir. Du meinst Rätsel? Nein, Mr. V. Ontologie. Okay, hör zu. Ich hab da was. Bauchredner ist er auch scheinbar. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar Schnecken. Oh, jetzt bewegen sich die Lippen wieder. Sehr gut. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und
Der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. B. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Wir sehen uns. Okay, das war das. Und wir haben tatsächlich ein Level gekriegt dadurch. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe.
sollte auf der dritten Generation laufen. Ja, oder Körper abgesetzt. T-Shirt anfangen, wenn man ganz an die Spitze will, muss man sich ziemlich kalten Wind anstellen. Du weißt doch, alte Leute wie ich machen sich Sorgen, dass die Jungspunde euch erkältet. Ich habe dir ein paar Sachen in das Lager in deinem Apartment geschickt. Probier sie mal an. Bestimmt passen sie dir prima. Okay. Danke, Vic. Gratis. Ich habe einen Militech. Ich habe einen Militech Paraline. Sollte reichen. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Okay. Das hier Bewegungs-Cyberwehrstören. Cyberwehrstörung. Hab ich da schon was von? Überhitzen. Verseuchung. Optikneustart. Audioschock. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. Irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. Achso, das ist der Ladendialog, okay. So, dann wollen wir erstmal den Level aufsteigen. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Handfeuerwaffen wollten wir, ne? Wird den Schaden mit Pistolen und Revolver um 3%. Wird kritische Trefferchance um 4%. Verringert die Nachladezeit um 10%. Okay. Mal gucken. Ich mache trotzdem mal Itemherstellung hoch, weil da sind wir schon wieder auf dem Limit. Da könnten wir wieder neue. So, Cyberdeck hier. Kurzschluss, Optikneustart. Okay. Da tun wir mal den Ping rein. Dann hacken wir das. 1C55. Mal gucken. Tada! Guck mal, der trägt auch Shorts zu Restkleidung, die nicht wirklich zu den Shorts passt. Also ist, glaube ich, ganz egal. So, begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu Lizzie's Bar. Das ist 450 Meter weg. Da können wir mal hinlaufen. Das ist... Die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde, verstehst du? Okay, ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Naja. Infos sind im Anhang. Was ist das hier? Hier ist... Kitenai kedo.
Ah, ich weiß nicht, wo hier dieser Marker ist. Was ist hier los? Gucken wir mal. Okay, hier ist nichts. Hier ist... Oh, das ist wahrscheinlich oben. Oh, mittlerweile ist Gefahr Mittel. Also vielleicht wird das nicht so schlimm. Okay, das ist auf dem Weg. Lizzie's Bar. Können wir mal hier hingehen, das ist eh auf dem Weg. Das ist mal ein Kanalkonzept. Okay. Oh, was war das? Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen. Und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Okay. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Hast du gehört, was in Nummer 5 passiert ist? Was hat ja sie wieder verprügelt? So, erstmal speichern wir ab, weil wir kennen ja, wie das hier funktioniert. So. Nein, sie hat ihn kalt gemacht. Erschossen! Nicht dein Ernst? Bist du dir sicher? Mhm. Ei, in Nummer 6 hat's gesehen. Hat mir alles erzählt. Okay! Ei, er wird. Ich weiß, was ich gesagt habe! Komm schon! Das ist dein Ernst! Okay, das können wir ja tatsächlich hacken. Gucken wir mal. BD 55 55 BD. Okay. Ich muss nur gucken, dass ich immer in den Kopf schieße. Dann klappt das einigermaßen. Also diese Feeds sind nicht verkehrt. Noch ein Stealth, sehr gut. Genau so macht man das. Das war schon alles. Ein Tag weniger in der Stadt. Wow. Mach, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. Okay, können wir ein bisschen aufräumen hier. Das wollte ich eigentlich nicht. Warte mal. Ha. Seltsam. Okay. Altes Oku-Set. Das ist lila, das heißt, das ist nochmal eine Kategorie besser. Ich brauche deine Hilfe. Hey, Onkel, ich weiß, dass ich dir das Geld vom letzten Darlehen noch nicht zurückgezahlt habe, aber ich brauche nochmal deine Hilfe. Das ist das letzte Mal versprochen, das ist wichtig, sonst bin ich in Schwierigkeiten. Okay.
Leih dir was von deinem Vater. Ich bin nicht dein Sparschwein. Onkel, bitte, du weißt auch, dass wir nicht miteinander reden. Das ist dann eine gute Gelegenheit, damit anzufangen. Okay. Riesenrabatte auf Secondhand Cyberware. Okay. Hm. Okay, das geht nicht auf. Hier kommen wir auch nicht rein. Mal durchs Fenster kommen wir hier rein. Interessant. Hier geht's nicht raus. Aber das geht auf hier. Interessant. Mehr Kram zu mitnehmen, weil es ein Rollenspiel. Ja. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Jo, muss man hacken, okay. Oh, das war's schon. Interessant. Sprengung erzwingen. Okay. Pence. Nanogel-Betrug. Penis-Nanogel-Betrug, okay. Wichtig lesen, okay, ist egal. Die kann ich nicht aufmachen, dazu reichen meine Fähigkeiten nicht. Dann können wir mal hier woanders hingucken. Ja, ist ja gut, was mache ich denn? Was mache ich denn? Okay. So, BD1C55E9. So. Können wir nicht rein? Ah, hier geht's raus. Sehr gut. Dann gehen wir mal. Mittlerweile ist auch Nacht. Gehen wir mal weiter zu Lizzie's Bar. Mal gucken, ob wir mittlerweile neuen Kram haben zum Anziehen. Keine neue Hose. Das wäre auch zu schön. 23 Panzerung für das Anzughemd. Und wir haben auch eine neue Jacke. 16 Panzerung für das Sakko aus Polyamidbeschichtung. Wow. Okay, das sieht immer noch nicht so ganz aus einem Guss aus, aber dafür haben wir jetzt dieses coole Cyberimplantat. 25 Panzerung. Wir brauchen Level 10 dafür. Wow. Und diese Sonnenbrille. Interessant. Ja.
sehen wir schon ein bisschen seriöser aus, bis auf die Hosen. Aber was soll's. Danke. Ja, mal gucken, was sind das für Leute? Tiger Claw, Übergriff auf einen Beamten. Erpressung, Vandalismus auf Konzerngrund. Das klingt jetzt beides nicht nach den schlimmsten Verbrechen. Hey, wer ist da? Mitsukasoiru. Sono aida ni kie usero. So, wir müssen einmal um die Ecke, dann sind wir bei Lizzie's Bar, glaube ich. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier nochmal in 4 Minuten Lizzie's Bar so ein bisschen an und dann suchen wir die Kundin in der nächsten Folge. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen Bidet? Ein Bidet? Ich weiß nicht. Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Interessante Arme. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Wie zieht man Pulli Unsere an mit Sachen den Nieten? Die sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Willkommen im Lizzie's. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Okay. Wow, das war eine Tapete. Sieht ein bisschen aus wie der Dornbusch, wenn mal zwischendurch jemand aufgeräumt hätte. Der ganze Dialog. Ist auch interessantes. Ist das Cyberware oder ist das Make-up? Cyberware, okay. Ah, hier ist der DJ-Raum, okay. Ich wünsche mir Iron Butterfly von Inagada da wieder. Oder umgekehrt. Hallo. Lässt sich überhaupt gar nicht irritieren hier. Und das Tanzen passt auch nicht wirklich zur Musik, aber... Was soll's? Hier noch ein Buch. Alles einsammeln. Mit den Eddies hätten wir hier endlich weggekonnt. Dann halt nächstes Jahr. Ja, klar. Den neuen schon probiert? Noch nicht.
Okay. Die ist genauso angezogen wie ich. Kurze Hosen und Sakko dazu. Okay. Alle mit ihrem Baseballkeul. Also ich möchte hier gerne mal sehen, was passiert, wenn einer randaliert. Ich warne dich. Ich hab Connect. Das kann ein geiles Stück wie ich mit dem Schaufelkleid. Ringelpiez mit anfassen oder was Versautes. Wachs, Elektrosex, Zombies, Powerimplantate. Ja. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir hier die Kundin suchen. Und ja, dann was auch immer. Like das Video, schreibt einen Kommentar. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal sage, aber wäre schön, wenn es einer machen würde. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh, da liegt was. Das können wir einsammeln. Medizinische Zange. Okay, dann wie gesagt, bis denn.